Hallihallo bei den Bekloppten. Die Hausparty ist am Laufen. Willkommen zurück zu Let's Dance. Wir sind ganz verantwortlich. Wir tanzen mit ganz stumpfen Schwertern. Wir sind voll verantwortungsbewusst. Ja, und wir haben unsere Tabletten auch alle genommen. Nee, ich nicht. Habt ihr etwa? Das ist ja unfair. Ja, die Musik ist aus. Verdammt. Ja. Müssen wir wieder anmachen. So, da, tolle Musik. So, jetzt zeige ich euch mal voll krasse Moves hier. Ich hab das Schwert einfach mal mitten im Kopf. Ihr demoliert meine Bude! Krasse Moves, Alter! So, ja, also, wie ihr seht, wir haben eine kleine Zwischeneinlage hier gemacht. An unserer Hütte sind mal wieder zurück. Und ja, das hat einen Grund, weil wir haben uns gesagt, hey, Questen ist zwar cool, wir alle wollen die Story sehen, aber nicht nur. Also, wir wollen auch mal ein bisschen was anderes machen. Und da ja noch so im Raum steht, auch mal in Richtung Piraterie uns eventuell zu entwickeln, ist es ja auch mal an der Zeit, dass unsere Charaktere... Komm da raus. Folge mir. Mit dem Schwert im Kopf. Folge mir und auch so, ja, das Schwert im Hals stecken. Kleiner Unfall. Tut nicht weh. Fleischmittel. Hi. Gut, ich lass die beiden mal noch ein bisschen tanzen. Warte, ich mach doch gar nichts. Ich bin unschuldig. Das ist nur die andere Spacke hier. Nee. Jetzt wären wir aber frech hier. Also wie gesagt, da wir eigentlich mal in Richtung Piraterie uns ja entwickeln wollen, vielleicht unter Umständen eventuell, ist es ja überhaupt mal an der Zeit, ein bisschen Meeresluft zu schnuppern und dafür brauchst ein Schiff. So. Angekommen. Jo. Oh nein, noch so einer. Wegdeckung. Tada. Und um dieses Schiff wollen wir uns jetzt mal kümmern in den nächsten Folgen und vielleicht auch mal ein paar Handelsmissionen machen und ja. Da haben wir eine Menge Arbeit vor uns. Wir haben überlegt, schneiden wir das zusammen? Nein, wir machen das alles schön nacheinander und schön im Let's Play. Und ihr müsst da jetzt zuschauen. Das ist euer Los jetzt. Und zwar wollen wir einen Abenteurer-Clipper bauen. Die gibt es im Auktionshaus zu kaufen für um die 45 Gold. 43 Gold 50 ist es gerade. Das ist ein ziemlicher Normalpreis auf dem Server. Zumindest da ist es immer so zwischen 40 und 50 Gold. Und wir könnten den auch auf Mirage kaufen, aber da kostet es ja nun mal diese Gildersterne und da bin ich zu geizig. Die sammeln mal lieber für was Größeres und Gold haben wir nun mal in Massen. Von daher probieren wir es mal so. Ne? Da kann ich dir direkt auch die Eisen und so schon mal geben. Habe ich hier schon parat in passenden Stack. Genau, das schauen wir uns jetzt mal an, was wir da alles brauchen, wenn wir den Abenteurer-Clipper gekauft haben. Was wir da dann an Ressourcen brauchen. Wir haben dann noch schon mal einen gebaut mit anderen Charakteren, aber natürlich will ich es ja auch nochmal zeigen. Ja, das war aber ein Harpunenkiffer. Ja, ja, ich hoffe, da sind die Ressourcen nicht, nicht zu unterschiedlich. Werden wir gleich sehen, ne? Jetzt kaufen 43 Goldärmer. Ja, ach komm, hast du genug. Bitte? Hast du noch genug, Koja? Ja, nee. Nee. Ja, nee. Tut mir leid, das Sozialamt hat geschlossen. Es ist dunkel gerade. Nein. So. Oh. Der Abenteurer-Clipper ist uns. Und hier ist das gute... Oh, Entschuldigung. Sekunde. Etwas hier ist das schöne Design. Und wir brauchen ein Holzpaket, ein Stoffpaket, ein Eispaket. Das seht ihr da unten zum Bauen des Schiffes. Wir brauchen aber zunächst einmal eine Werft, die erstellt wird am Meer. Ich überlege jetzt gerade... Ich schätze, es wird nicht ausreichen, hier am Fluss eine Werft zu bauen. Doch, hier ist Platz genug, glaube ich. Lass mal schauen, ob wir die hier bauen können. Das glaube ich nicht. Das hat im Meer, schon fast nicht geklappt. Aber wir werden es sehen. Und aber hier wenn wir die Werft erstellt, so ein bisschen nach ab. Wenn wir die Werft erstellt haben, dann können wir auf dieser Werft das Schiff bauen. Und wir brauchen jetzt sowieso erstmal für das Holzpaket 100 Holz. Da hat der Matze, glaube ich, schon ziemlich viel von gehabt. Ja, habe ich komplett. Dann brauchen wir 100 Stoff. Das hat der Stillax, beziehungsweise muss es sich noch zusammenweben. Ne? Du hast jetzt 1000 genau, Baumwolle, schätze ich. Ran genau, an die Arbeit. Handeln brauchen wir noch nicht. So, ich wollte dir nur schon mal dass die Eisen habe ich selbst. Ich kümmere mich ums Eisen. Ja, ja, ich kümmere mich ums Eisen.
Matze ums Holz und Styllax um die Baumwolle und dann legen wir hier mal tüchtig los. Ich denke mal, hier an dieser Stelle werden wir dann vielleicht doch noch schneiden, weil Eiseningots 100 Stück, das dauert eine ganze Weile. Ja, ich bin fertig. Denk dran, die Pakete noch nicht herzustellen, ne? Weil die kriegt man dann gleich auf den Rücken und das können wir jetzt noch nicht gebrauchen. Könnt ihr auch 550 Eiseningots machen, ich habe ja nichts zu tun jetzt. Ja, dann macht das, genau. Dann macht der Matze auch ein bisschen Eiseningots. Und ja, ansonsten, was könnte man noch berichten? Also wir haben uns überlegt, dass man jetzt als... Ich mache erstmal die Sounds leiser, Sekunde. Ich hatte es lauter gedreht wegen der Musik. Aber das ist gerade sehr laut. Wo ist das? Ton. Wie wäre es, unter Ton zu schauen? Machen wir lieber die Hintergrundmusik ein bisschen an. Und die Effekte drehen wir mal wieder ein bisschen runter. So, jetzt fliegt einem ja der Kopf weg, wenn man hier Eisen schmilzt. Der Kopf fliegt einem weg. So, wie viel brauche ich jetzt noch? 47, wenn der Matze auch 50 macht. Matze macht 50, ja. Super cool. Dann dem ist nämlich sonst langweilig. 47 und die Fährte gehe ich mal. So, ja, was kann man sonst noch sagen? Wie gesagt, wir haben uns überlegt, dass wir mit der Quest-Story einfach mal ein bisschen aufhören, vorübergehend. Also so eine kleine Pause einlegen, vielleicht von 3 Folgen, 4 Folgen. Mal schauen, wie lange wir daran Spaß haben, das Schiffchen mal auszuprobieren. Und damit könnten wir auf Erkundungsreise gehen zum anderen, aber auch Handelsmissionen machen. Und besonders Letzteres interessiert uns natürlich mal auch, dass wir es zeigen können. Wir hatten das schon mal ausprobiert mit anderen Charakteren, muss man ja zugeben. Haben tierisch aufs Maul bekommen, ne? So ein, zwei Mal, der andere doch schon mal, ja. Ja, es gibt ja die Möglichkeit, ich kann jetzt nebenbei mal die Karte öffnen, es gibt ja die Möglichkeit, zum einen Handelsmissionen innerhalb des Kontinents zu machen, das heißt von beispielsweise Halbinsel Solsrid, dort... von da so, genau, da wo es blinkt. Von dort, wo es blinkt, runter in Richtung 2 Kronen oder in Richtung, was ist das, Schlackenmoor? Dann was so zu machen. Das sind also die relativ ungefährlichen Gegenden, auch wenn das hier noch PvP ist, also man kann auch dort bereits in den Kampf verwickelt werden. Oder aber, was wesentlich gefährlicher ist, man kann natürlich von Nuya nach Haranya versuchen, Waren rüberzubringen. Und dort wird man dann sehr freundlich erwartet von den Spielern des anderen Kontinents, die einem feindlich gesonnen sind, wo man also direkt angegriffen wird und ja, wir sind Level 25 bis 28, das heißt also, wir kriegen da einfach nur tierisch auf die Mütze. Ja, haben wir nicht viel zu lachen. Werden wir deshalb auch nicht machen. Was wir aber machen werden, ist eben mal hier wahrscheinlich in Solsrid anfangen und es in Richtung Schlackenmoor bringen oder 2 Kronen mal schauen. Und dabei sieht man ja dann auch schon so ein bisschen was von der Welt, schippert hier mal durch die Gegend, da kommt man ein paar Inseln vorbei, wo man vielleicht auch mal einen Zwischenstopp einlegen können. Muss man mal gucken. Oder zwischendurch einfach mal jemanden aufgabeln, so wie das letzte Mal. Richtig, genau. Also auf dem Meer ist schon jede Menge los, haben wir auch gesehen. Ne? Also es gibt irrsinnig viele Schiffe, die bereits unterwegs sind. Und selbst als wir nach Haranya gefahren sind, wir haben das bei nach Haranya mal versucht, da haben wir auch direkt 2, 3 Schiffe oder so, findest du auf diesem Riesenmeer dann immer. Ja, auf jeden Fall. Und na gut, jetzt sind wir auf einem Sonntagnachmittag gerade unterwegs. Wird sicherlich auch nicht so wenig los sein. Ja, ich denke. Werden wir mal schauen. Also ich denke, es ist schon spannend genug, ins PvP-Gebiet Schlackenmoor was abzugeben. Gut, wir werden dann jetzt hier noch ein bisschen zimmern, klöppeln und stricken. Ich muss nur noch 69. Ich habe auch noch ein paar vor mir und Matze auch und das wollen wir jetzt natürlich auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Das heißt, wir machen hier einen kleinen Cut und sehen uns dann, wenn wir voll beladen sind mit tollen Sachen. Wieder. Bis dann. Und da sind wir schon fertig. Ja, schon ist gut. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich 100 Eisen auf Lager und nochmal 10 separiert und 10 Holz. Damit können wir die Werft bauen. Und die anderen beiden stehen schon da oben. Hier oben. Abflugbereit. Hallo. Und haben dann Stoff bzw. Holz und wir werden uns dann in Richtung Tauschsteinebene begeben. Dort vorne, da wo es jetzt blinkt, genau, der Sunny hat es glaube ich schon markiert. Dort werden wir dann unser Schiff an der Küste bauen und dort sind auch die Werkbänke. Wenn wir jetzt hier schon unsere Stoffpakete machen, hätten wir die schon auf dem Rücken und würden hier dann durch die Gegend schleichen. So, ich trampel dann jetzt mal mit dem Pferd hier über die ganzen Pilze und Was ist denn hier vor uns? Verwüstet die Plantagen und... Vor uns steht ein Level 50er, der Haranya-Fraktion. Was?
Bei uns ploppte gerade ein Level 50er Gegner auf. Nee, der ist einfach dahin gelaufen. Hingelaufen? Gegner? Also in Harania oder was? Ja, ja. Aber direkt vor uns. Aber es tut nichts. Es ist lieb, ja? Es lacht uns aus. Es lacht euch aus. Naja, gut, dann lacht zurück und fliegt von dannen. Ich werde hier vorne weiter vorne starten. Und einen schönen Absprungpunkt suchen, dass wir also einen schönen weiten Flug haben. Ich denke mal, das ist hier schon gar nicht mal so schlecht. Genau. Flieg mal los. So. Wo seid ihr? Los. Ein Stück weiter drüber. Oh, der Mond. Oder die Monde. Das sieht wieder cool aus hier, das Bild. Sehr geil. Ja, der Sunny hat leider immer noch keinen besonders guten Rechner. Noch nicht, also es kommt. It could, ne? It could, ja. It could. Super. Und dann springen wir mal los. Mist. Bei mir war ein Gipfel im Weg. Ups, Wo seid Fluss. Ihr denn nur? Auf dem Fluss quasi. Ich fliege den Fluss entlang. Ach so, ihr seid links von mir. Ah ja, ich bin so ein bisschen weiter oben als ihr. Macht nichts. Wir werden hoffentlich alle ankommen. So, ein bisschen beidrehen. So. Hoch. Da kam so ein Baum geradeaus. Ach, ich liebe diese Fliegen einfach. Auch wenn es jetzt Nacht ist und nicht die Sicht nicht so weit ist. Gott sei Dank bin ich nicht ganz so hoch, weil über mir fliegt gerade das Luftschiff. Ist das nicht schön hier? Ach so, das Luftschiff, das hatte ich auch einmal sogar bin ich sogar einmal drüber geflogen. Das ist recht selten, dass man die Höhe erreicht. So, jetzt muss ich mal wieder die Karte anmachen, ansonsten verpeile ich noch hier unser Ziel. Ach ja, hier ist das Luftschiff. Ist gerade ein bisschen spät aufgeploppt erst. Ja, ich fürchte, dass... Sunny hat nicht gereicht, hä? Ja, ich komme hier auch nicht drüber. Über das Wohngebiet komme ich nicht drüber. Brauchst du ja auch gar nicht. Du musst ja davor, weil wir müssen ja erst noch die Pakete erstellen. Ja, ich überlege nur gerade, wo das ist. Das ist hier vorne, gell? Das ist da, wo es blinkt. Direkt da, wo es blinkt. Okay, bin da. Habe ich extra da den Punkt gesetzt. Gib mir jetzt nochmal Gas und dann sind wir da. Ja, dann müssen wir hier einmal durchs Wohngebiet dackeln mit den Paketen auf dem Rücken. Wobei ich jetzt erst überlege... Nee, dann haben wir das Paket schon auf dem Rücken, dann können wir die Werft ja dann immer noch bauen. Das geht ja auch recht flott. Okay. Eben. Also, ich mach dann mal das Eisenpaket fertig. Bin schon fertig. Schmiedekunst, Metall, Eisenpaket, fertig. Oh, Matze ist fein an Sägen. Auf jeden Fall. Und ist fertig. Du hast einen blauen Holzblock rumgesägt und hattest auf einmal ganz viele Holzblöcke auf dem Rücken. Das gibt aber bunte Segel hier, wenn ich das so sehe. Blau, grün, rot, gelb, alle dabei. Ja. Patchwork. Ganz fein bunt. Ganz fein bunt. Ich habe mit diesem Charakter noch keinen Esel, was ich gerade sehr bereue. Naja gut, was soll's. Dann müssen wir uns mal irgendwie so da... Rennen wir los. Wir rennen los. Wir stürmen zum Strand. In Kolonne. Wie die Mallorca-Urlaube. Aber guck mal, ich kann sogar noch am Koya vorbeirennen. Ich bin trotzdem noch schneller hier. Ja, weil du diesen Skill hast. Du läufst ein paar Meter pro Sekunde schneller, oder nicht? Du hast doch hier... Cheated. Wilde voll der Cheater. 8% Geschwindigkeit erhöht. Wahrscheinlich drin. Voll da Mega-Cheater. Da Mega-Cheater. So, jetzt ist Mana alle. Das Mana ist all. Nehmen alles hat nicht. Ja, das kann sich nur noch um Stunden... Ein Hindernis. Das ist jetzt suboptimal. Hüpft sich nicht so gut, gell? Ja, ich meine, ich habe ja auch nur ungefähr 3,5 Tonnen Eisen auf dem Rücken. Ja, wenn du das mal vorstellst, was das ist da. Das ist schon nicht schlecht. Und wie schnell du dann noch läufst. Ja. Und wie lange du damit gerade noch gerannt bist. Und ohne auf die Fresse zu fliegen. Plattenrüstung trage ich auch. Oh.
Oha. Hat jemand hier einkalkuliert, dass wir hier eine Steilküste haben? Nein, habe ich nicht mit einkalkuliert. Hups. Das ist natürlich suboptimal. Da vorne ist Strand, wenn wir hier oben an der Steilküste lang gehen. Naja, ne, wenn wir berg hoch müssen, muss man halt auch irgendwann wieder runter. Nein, ich bin gleich unten. Ja, dann schwimm. Nimm dir das Ruderboot, da bist du sogar schneller als wir, wenn wir oben sind. Das ging sogar ohne Schaden. Oh, das mache ich jetzt auch, ich nehme jetzt das Ruderboot. Matze, wirst du bei mir mitfahren mit dem Ruderboot? Also gut, gerne. Dann warten wir noch, bis die beiden ihr Boot aufgepustet haben. Ein Gummiboot. Solange es nicht die Frau ist, die man aufpustet, ist alles gut. Oh. Ist das jetzt knallrot? Nee, ne? Ein knallrotes Gummiboot. Oh, das ist falsch. Bleib mal stehen. Oh, Entschuldigung. Ja, bist du da drauf? Was bist du dann? Achso, in die Richtung muss ich. Lasst euch nicht angreifen. Pakete sind teuer. Ja, gib mal Gas, da kommt schon jemand. Naja, wahrscheinlich zieht euch gleich einer mit der Harpune auf die See raus. So, ich werde mal probieren, hier jetzt die Werft zu bauen. Das geht, glaube ich, mit Rechtsklick da drauf. Genau, so, jetzt seht ihr hier diese formschöne Werft und ich hoffe, das kann ich hier überhaupt bauen. Danke. Kann ich nicht. Warum kann ich hier keine Werft bauen? Du musst ein Stück weiter reinschwimmen. Nee, ich kann das platzieren bis fast zum Felsen da, den du da so am Horizont siehst. Ich sehe keinen Felsen am Horizont. Ja. Nee, ich kann hier nicht. Ist das irgendwie nicht gestattet? Warum kann ich hier keine Werft bauen, Mädels? Steht das da irgendwo? Weil du es nicht drauf hast? Errichtet bei Anwendung in der Nähe des Meeres eine Werft für den Schiffsbau. Ja, in der Nähe des Meeres. Muss ich hier Land haben? Ein bisschen, nö. Ja, ich pack nochmal das knallrote Gummiboot aus. Oder das und geht hier... Hier geht's. Aber das ist, also das ist echt Hammer. Das ganze Meer ist rot und hier ist so ein ganz kleiner Fleck da. Nee? Ja, das hatten wir aber beim letzten Mal doch auch schon, ne? Ja, ja. Aha. Schwierig. So. Ich habe wenigstens Holz auf dem Rücken. Moment, wie machen wir das? Ganz entspannt, so zu schwimmen. So machen wir das. So, ich hab Stoff. Trockendock, Abenteurer-Clip. Oh, Scheiße. Hat jemand bitte nochmal Gold? Ich brauche 10 Gold zum Platzieren nochmal. Ja, komm. Ja, wollte ich sagen, hätte ich auch noch. Das wusste ich jetzt nicht mehr, dass man da nochmal Gold zum Platzieren brauchte. Das ist ja echt fies. Gemein, ne? Ja, schon. Vor allem steht's nirgends. Also, dann hast du es nicht dabei und kannst mit dem Paket auf dem Rücken wieder umdrehen. So, jetzt muss ich den Fleck wiederfinden. Knallrotes Gummiboot. Platzieren. Und 10 Gold sind futsch. Oh, ich schwimme mit Eisenpaket auf dem Rücken. Das ist luftiges Eisen. Luftlocheisen. Sie seht, auf dem Meer ist reichlich was los. So, was braucht man zuerst? Zeigt Informationen über den Bauern. Wir brauchen zuerst das Holzpaket. Ich komme. Also, der Samoras darf anfangen. Nee, erstmal müssen wir das Trockendock fertig machen. Das ist fertig. So. Das ist doch wunderschön. So, der Matze kann jetzt sein Holzpaket da reinsemmeln. Koja gehört das Fortfahren. Ach nee, danke. Bin das Letzte, der Letzte. Du bist so ziemlich das Letzte, genau. Jetzt macht's gleich Piff-Puff wahrscheinlich, wie beim Haus. Puff-Piff macht es, Koja. Puff-Piff? Es macht jetzt? Matze, nein. Mach doch mal hin. Ja, gut Ding will Weile haben. Ich mach Qualitätsarbeit, das dauert auch seine Zeit. Du drückst mich unter Wasser. Ich hab schon extra dieses... Und gleich macht es Puff-Piff und Puff-Piff? Zwar... Piff-Puff. Wow, bam. Sensationell. Und ist das Wasser zu kalt? Ich geh mal raus. Bis es dann das nächste Mal wieder Puff-Piff macht, machen wir eine kleine Folgenpause. Das Bootchen bauen wir also in der nächsten Folge fertig. Und werden uns dann, denke ich, auch sehr bald dann schon auf eine kleine Abenteuerfahrt begeben. Ich hoffe, ihr begleitet uns. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran, dass wir mal so ein bisschen den, ja, ich sag mal, anderen Weg jetzt mal gewählt haben. Mal nicht leveln, mal nicht questen.
Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, während Stylax da sich unten endgültig festfährt. Ja, ich wollte doch hochfahren. Und dann hat sehen nicht wir so uns. Ganz geklappt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Stylax aus dem Meer gefischt haben. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.